Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Siberia Let's Play. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, dass wir der guten alten, wie heißt sie, Hanna, nein, warte mal, Romanski, ich habe den Vornamen vergessen. Also der Frau Romanski sollen wir einen Shake oder einen Drink zusammenshaken, mixen, der dafür sorgen soll, dass ihre Stimme wieder zurückkommt, dass sie wieder singen kann. Leider, leider, leider funktioniert das hier mit dem guten Honig nicht. Und ich stand wieder mal enorm auf dem Schlauch, indem ich halt einfach zu blöd war, um weiterzudenken und halt selbst herauszufinden, dass ich ja den Honig, wie wir gleich sehen, hier hinten in dem Whirlpool, die wir zu Beginn entdeckt hatten, als wir hier lang gegangen sind. Warte mal, ich kann den Honig, kann ich jetzt, glaube ich, genau, den kann ich da reinstellen. Aha, okay, warte mal, so funktioniert das nicht. Das funktioniert wohl nicht. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Also wir müssen ihn nicht reinstellen, sondern reinhalten. Also müssen wir erstmal hier einschalten. Blub, 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 blub. Und dann müssen wir den guten Honig da reinhalten. So, das sollte jetzt aber funktioniert haben. Ja, passt. Okay, wir haben verflüssigten Honig. Sehr gut. Und dann bräuchte ich, glaube ich, nochmal... warte mal, wie war das nochmal? Die Mischungszutat. Ach, das wird schon irgendwie passen. Irgendwie werden wir das jetzt zusammenmischen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Reihenfolge wirklich so von Relevanz ist. Ich glaube, eher relevant ist, dass halt alles drin sein soll, was drin sein soll. Achso, warte mal. Renn du mal hier rein. Genau. Dann wollen wir uns jetzt nochmal hier diesen angucken. Den hier. Rum, Wodka. Zweites von links und hier drittes von links. Okay. Aha, Katze ist weggegangen von den Füßen. So, der Honig, der kommt jetzt wieder hier rein. Das schaut schon mal gut aus. Dann sind wir hier auf dem Bassschlüssel und nehmen hier diesen. Dann nehmen wir diesen. Dann wollen wir Honig. Ja, das hört sich dafür viel besser an. Dann wollen wir Zitrone. Dann wollen wir noch Eiswürfel. Und dann shaken wir das Ganze. Shake it, shake it, shake it. Dann kommt der ganze Geschmack raus. Und die gute Dame wird es jetzt hoffentlich trinken. Na endlich. Also, wie gesagt, das letzte Mal schon, es liegt eindeutig einfach nur am Honig. Oh mein Gott, wie fürchterlich. Katastrophal. Es war zu schön, um wahr zu sein. Der Blue Helena von George kann der Stimme einer alten, kranken Frau auch nicht mehr auf die Sprünge helfen. Aber nicht doch. Ihre Stimme ist perfekt. Verlieren Sie nicht den Mut. Alles, was fehlt, ist ein bisschen Übung. Das ist doch normal nach so langer Zeit. Nein, es tut mir leid. Ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen, aber... Wirklich, ich kann so nicht fahren mit diesem lächerlichen Reststimme. Es wäre eine peinliche Darbietung. Sie müssen nur zu Ihrem Selbstvertrauen zurückfinden. Nicht wahr, James? Dem muss ich zustimmen, gnädige Frau. Ihre Stimme scheint vollständig wieder da zu sein. Schweigen Sie, James. Ihre Schmeicheleien können Sie sich schenken. Ihre Schmeicheleien können sie sich schenken. Okay, jetzt sollten wir hier irgendwo ein Glas hinstellen können, ne?
So, dann sprechen wir nochmal mit der guten alten Dame. Meine Stimme. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe meine Stimme wieder. Hören Sie, James? Meine Stimme, meine Stimme. Jo, kommst du endlich mit? Ihre Stimme klar und rein wie eh und je, gnädige Frau. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass Sie nicht mehr die Jüngste sind. Ihre Gesundheit ist geschwächt. Sie sind ein Spielverderber, James. Ich bin froh, Sie hier zurückzulassen. Gnädige Frau, es kommt gar nicht in Frage, dass ich Sie allein lasse. Seien Sie doch nicht dumm, James. Was wollen Sie denn dort machen? Sie bleiben hier und bereiten alles für meine Rückkehr vor. Nun gut, wie Sie wünschen. Für Abenteuer wurde ich schließlich auch nicht konzipiert. Gnädige Frau haben recht. Wie immer. Darf ich das so verstehen, dass Sie mich wirklich nach Komkolzgrad begleiten? Das dürfen Sie, mein liebes Kind. Auf geht's! Juhu! Ich gehe jetzt zum Zeppelin und bereite den Abflug vor. Sobald Sie fertig sind, fliegen wir los. James, auf mein Zimmer, haben Sie gehört? Ich muss mich schnell fertig machen. Nun aber los, mein Publikum erwartet mich. Sind Sie sich wirklich sicher, gnädige Frau? Schweigen Sie, James, und beeilen Sie sich. So, dann, wenn die alte Dame jetzt sich auf ihr Zimmer verzieht, können wir endlich raus. Zum guten Zeppelin. Ja, der gute Zeppelin. Hey, das hatten wir doch aufgemacht. Ich will das wieder offen haben. Ding, ding. Genau. Wo bist du? Kann ich da jetzt noch was machen? Das ist ja wunderschön. Ah, okay. Ja gut. Also, nix wie zum Zeppelin. Was muss ich denn jetzt eigentlich... Oh je, ich glaube, jetzt muss ich irgendwas beim Zeppelin noch machen. Die Frage ist nur was, gell? Aha, das Telefon klingelt schon wieder. Hallo? Ich bin's, Olivia. Olivia? Das ist ja nett. Was gibt's Neues? Wie war das Dinner bei den Goldbergs? Feucht fröhlich. Das ist alles? Du bist auch sonst nicht so schweigsam, meine Liebe. Erzähl lieber von dir. Kommst du voran? Und wie ist diese Romanski? Bitte die Zeit nicht etwas lang? Für Langeweile bleibt mir hier wirklich keine Zeit. Aber was ist denn, Olivia? Sonst erzählst du immer gleich alles. Was ist los? Habe ich dir schon gesagt, dass ich mir dieses Seidenmieder gekauft habe? Olivia, da ist doch was du mir nicht sagen willst. Du wirst mir langsam unheimlich, weißt du das? Okay, das ist schrecklich. Ich habe etwas Schreckliches getan. Ich kann gar nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ich habe ein ganz flaues Gefühl im Bauch. Ich fühle mich so scheußlich. Olivia, bitte. Sag mir doch, was passiert ist. Sie ist fremd. Dan. Was ist mit Dan? Ist ihm was passiert? Ich. Wir. Okay, du wirst mich mein Leben lang hassen. Und du hättest allen Grund dazu an deiner Stelle. Sprich weiter. Ah, als ob das halt schon offensichtlich nach genug dem wäre. Nee, da hat mich Dan nach Hause gebracht. Wir waren gut drauf. Wir hätten nicht so viel trinken sollen. Ist aber mein letztes Glas mit hochgekommen. Und dann auch Kate. Du musst mich hassen. Ich habe verstanden. Es ist alles meine Schuld. Ich habe mich nie getraut, dir zu sagen, dass es dir an mir schon lange gefällt. Du warst meine Freundin. Er war dein Verlobter. Dann sind wir uns in der letzten Zeit so schnell näher gekommen. Ich habe den Sinn für Gut und Böse verloren. Okay, es tut mir so leid. Ich möchte sterben.
Nun übertreib mal nicht. Du und Dan. Das erscheint mir völlig absurd. Ich leg jetzt auf, Olivia. Ich muss die neue Situation erstmal analysieren. Du sprichst wie ein Automat, Kate. Ich bitte dich. Ich leg jetzt auf. Ich glaube, man braucht mich hier. Ach ja. Oh, da kommt ja schon die gute Frau. Die gute Frau sitzt nicht mal, okay? Aha. Oči čornie, oči strasnie, oči škučie, ty prekrasnie, kak je Bůh je vás, kak bojus je vás, znači uvíde vás, ja v ně dobrý čas. Oči čornie, oči strasnie, oči škučie, das war so klar. Das war so klar. Was ist denn da jetzt los? Ach du Kacke. Ja, hallo? Du drehst dich nur hier im Kreis, oder was? Das heißt, ich soll hier hoch. Okay. Ich sag doch, der Typ ist einfach nur gehirnamputiert. Der ist so gestört. Was geschieht mit mir? Was will dieser Mann von mir? Er ist völlig verrückt geworden. Oh ja. Seien Sie beruhigt. Es muss einen Weg geben, Sie zu befreien und ich werde ihn finden. Ja, ich habe bis zum Metallschneider. Machen Sie schnell, mein liebes Kind. Ich habe Angst, dass dieser Verrückte wirklich gefährlich wird. Ja. Nur nicht verzweifeln, Frau Romanski. Vertrauen Sie mir. Eigentlich... Der Schneider ist jetzt sicher weg. Aha, okay, warte mal. Hier, guckst du? Na, siehst du. Geht ja ganz schnell. Endlich, junge Frau. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Tut mir leid, aber es ging nicht schneller. Laufen Sie jetzt nur schnell weg, ehe dieser Wahnsinnig etwas merkt. Ich hole noch eben die Hände von Oskar und komme danach. Kommt ihr mit uns mit? Ja, normal schon, gell? Weil wir können dort stehen bleiben. Laufen Sie schnell weg. Sehr gut. Okay, warte. Aha, passt. So. Ja,
Die Frage ist nur, wie bin ich denn da rausgekommen, reingekommen? Hilfe! Okay, komm ich. Alles in Ordnung, Frau Romanski? Meinem Herzen wird schon eine Menge abverlangt, aber es wird durchhalten. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns jetzt schnell davon. Ja, bekomme ich hier das Tor auf? Was machst du denn da? Aha, okay. Sie haben es versucht, Kiltwalker. Aber gegen mich kommen Sie nicht an. Genug jetzt. Lassen Sie die Hände los und schicken Sie Frau Romanski umgehend zu mir zurück. Sonst kann ich für Ihr Leben nicht mehr garantieren. Aha. Sie machen mir keine Angst, Sie verrückter Greis. Helena, nehmen Sie die Hände und laufen Sie schnell zum Zug. Sagen Sie Oskar, er soll sich zur Abfahrt bereithalten. Ich werde uns aus dieser verfluchten Fabrik rausbringen. Sie haben keine Chance. Es wird Ihnen nie gelingen. Das werden wir ja sehen. Ich habe Sie gewarnt, Kate Walker. Ich habe Sie gewarnt. Seien Sie vorsichtig, mein Kind. Sie auch. Und seien Sie unbesorgt. Seien Sie unbesorgt, okay. Ich hoffe, ich brauche jetzt einfach nur die Aussilarven. Genau, weil ich bin ja mit dem Aufzug da gekommen. Tschüss. So. Laufen, laufen, laufen. Oh, warte, hier, laufen. Was war das? Was? Aha, okay. Ist schon klar. Okay, und jetzt? Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder wie darf ich das verstehen? Aha, okay, jetzt kommen wir hier raus. Wenn sich die eine Türe schließt, öffnet sich eine andere. So könnte man das jetzt nennen, ja? Genau. Ja, hör auf, dich abzuputzen, das kannst du auch im Zug machen. Aufgezogen haben wir den Zug ja zum Glück schon. So. Wo ist Oskar? Oskar. Oskar, das es bringt sie. Nichts, sich damit zu beschäftigen. Ja. Uah. Okay, wir müssen uns mit Helena unterhalten. Ich hoffe, sie sitzt bequem, die gute Dame. Hallo? Was ist denn jetzt noch los? Warum fährt der Zug nicht weiter? Meinen Sie, wir können es uns leisten, so herumzutrödeln, wo uns diese widerwärtige Person verfolgt? Die Situation wird in der Tat etwas kritisch. Ich werde das sofort regeln. Ja, wunderbar. So, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal oder da nochmal runter. Ne, warte mal, hier müssen wir runter. Ja, wo ist er denn, der Oskar? Oskar? Wo bist du? Da! Sprich mit mir! Oskar, da bin ich. Schnell, wir müssen fahren. Wie schön, Sie wiederzusehen, Kate Walker. Setzen Sie sich zur Frau Helena ins Abteil. Eine charmante Dame.
Sie war mir behilflich, meine Hände wieder anzulegen. Ich muss Sie allerdings darauf hinweisen, dass laut Vorschrift kein zusätzlicher Passagier vorgesehen ist. Auch hoffe ich, dass Sie Ihr Ticket für Aralbad dabei haben. Oscar! Verstanden, Kate Walker. Wir fahren los. Du Trottel, du. So, nix wie rein da. Bevor der gehirnamputierte Kerl da wieder rauskommt und gar nochmal die Hände stiehlt oder so. Wieso kommt denn das Ding jetzt nochmal an? Ich hab den Zug doch schon aufgezogen. Hallo? Ich bin Ben. Geht's dir gut? Jetzt ja. Stell dir vor, ich hatte es mit einem gefährlichen Irren zu tun, der eine alte, in Vergessenheit geratene Opernsängerin kidnappen wollte. Aber ich habe es geschafft, seine Pläne zu durchkreuzen und bin in eine verlassene Mine geflüchtet. Wahnsinn! Du darfst stolz auf mich sein. Ich erkenne dich ja gar nicht wieder, Kate. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da erzählst. Nicht schlimm, Dan. Und wie geht's dir? Gut, ja. Ich war noch mal zum Dinner bei den Goldbergs. Ich habe Bob endlich einmal beim Squash geschlagen. Die Putzfrau hat die Vase in der Diele zerschmissen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Du Arschloch. Alles in Ordnung also? Ja. Alles in Ordnung. Fehle ich dir denn gar nicht? Doch. Sehr. Ich habe mit Olivia telefoniert. Ihr geht es nicht so gut. Du sagst nichts? Oh, Kate. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Es ging alles so schnell. Ich hatte das Gefühl, völlig die Kontrolle verloren zu haben. Das ist ein Arschloch. Ich bin schwach, feige. Wie kannst du mir je verzeihen? Ich bin doch ein mieser Kerl, nicht wahr? Ich weiß nicht, Dan. Vielleicht ist es auch ein bisschen meine Schuld. Irgendwie habe ich dich ja in die Arme von Olivia getrieben. Ich bin mir bewusst, dass diese Reise mich weit weg von New York geführt hat. Weit weg von der Kate, die du kennst. Und irgendwie gefällt mir das auch. Was ist nun mit uns los, Kate? Vielleicht merken wir nur gerade, dass wir uns nicht wirklich geliebt haben. Lass uns darüber reden, wenn du wieder hier bist. Wenn du willst. Ich weiß nicht, Dan. So, fahren wir jetzt endlich? Oder muss ich mich zuerst hinsetzen? Was muss ich denn jetzt machen, damit wir losfahren? Das ist echt anstrengend. Ich habe keine Ahnung. Oder kann ich, warte mal. Muss ich irgendwen noch anrufen? Warte mal. Dan, mit dem habe ich gerade telefoniert. Olivia habe ich auch telefoniert. Mutti! Hier ist der Anruf beantwortet. Leider bin ich von niemandem zu erreichen. Blabla. Dann haben wir noch das Büro. Anwaltskanzlei, Marston & Lomond. Alle unsere Leitungen sind derzeit besetzt. Blabla. Ja, dann mehr habe ich eh nicht, gell? Ja, und wie fahren wir jetzt? Hallo? Ich möchte gerne fahren. Wie mache ich denn das jetzt? Heißt das jetzt echt, ich muss da nochmal den Dingaufzug... Den Zug hatte ich doch schon aufgezogen. Wieso geht das nicht? So, also nochmal hier runter. Warte mal, was ist mit dir los jetzt? Können wir jetzt losfahren oder nicht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Da liegen auf einmal Metallstäbe zwischen den Beinen der riesigen Statue. Die Gleise sind blockiert. Das auch noch. Dieser Verrückte will einfach nicht aufgeben. Ah. Ich will sehen, was ich machen kann. Ich dachte mir doch, das schaut ein bisschen seltsam aus. Ein bisschen sehr seltsam. Jetzt schauen wir uns das noch schnell an. Ja, wir müssen doch da eh nicht durch, oder? Kann ich mir das denn angucken? Ich hab nämlich auch nichts, gell? Okay.
Das ist ja bescheiden. Äußerst bescheiden, muss ich sagen. Na gut, dann werden wir hier erstmal einen Cut machen und dann in der nächsten Folge weiterschauen, wie es hier weitergehen könnte. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, eine schöne restliche Woche, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr die gute Folge hier anguckt oder auch nicht. Und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder sehen. Baba!